Hi, nur kurze Info. Ich habe den ersten Teil verbummelt. Das Intro, das jetzt gleich kommt, tut so, als hätte ich den ersten Teil schon auf YouTube hochgeladen. Das ist leider abhanden gekommen. Tut mir leid. Das war aber sowieso nur Intro. Viel Spaß. Hi, Armored Core. Ich darf die Steuerung nicht vergessen. Ich muss da wieder rein. Deswegen machen wir jetzt noch mal eine Runde Armored Core hier. Das Spiel muss ich ja auch. Muss ich nicht. Hier will ich alle Bosse besiegen, so wie in den ganzen anderen From Software-Spielen seit Demon's Souls. Und Demon's Souls kommt auch noch irgendwann. Aber jetzt erstmal Armored Core. So, was haben wir denn hier? Eingegangene Aufträge, jawohl. Ah ja, genau. Bei meinem letzten Video bin ich in diese Mission gegangen, weil ich die Umgebung irgendwie cool finde. It's an open call from the Archibus Group, one of the extraplanetary corporate forces. To all independent mercenaries, this request comes from Schneider of the Archibus Group. The operation will take place in Grid 135, Southern Belius. Your objective is to destroy an MT squad sent by Dafeng, a Balaam company, and a competitor. Grid 135 is a key foothold in Archibus's efforts to conduct a coral survey in the contaminated city. You, the independent mercenaries, are the key to maintaining our lead in the coral survey race. The Archibus Group looks forward to news of your success. Also, soweit ich das jetzt storytechnisch richtig verstanden habe ich mich da irgendwie eingeschlichen in diese Söldnergruppe. Und muss mir da jetzt erstmal einen Namen machen oder so? Ich glaube, ich muss mir jetzt einen Namen machen dort. Damit die irgendwie, damit ich deren Vertrauen gewinnen oder so. Warum und wieso, wurde noch nicht so richtig gesagt. Kurz nochmal die Steuerung checken. Das mache ich auf B, nix. Da ist der Boost, da ist ein Sprung oder halt ein Flug. Auf Y mache ich auch irgendwie nix. Ah ja, da war so ein Angriff. LB weiß ich jetzt auch nämlich auch gerade nicht. Ich hätte vielleicht nochmal schnell checken sollen, wie das hier funktioniert. Ah ja, genau. Ah, ich habe auf RB nix. Just mass-produced MTs. Wipe them out, 621. Das ist so geil, ne? Wie ich hier auf diesen Schienen unterwegs bin. Hat einer überlebt? Irgendwo da hinten. Ah, warte mal, hier konnte ich ja, glaube ich, Ziele erfassen, oder? Mehrfacherfassung oder sowas? Konnte ich hier nicht? Wie ging denn die Mehrfacherfassung nochmal? Ah, so nicht. Jetzt hat. Irgendwie konnte ich doch in der Luft auch noch ganz wilde Sachen machen.
signatures. Looks like reinforcements. Eliminate them. Ich muss gerade noch ein bisschen mit der Steuerung hier gerade kämpfen und klarkommen. Konnte ich nicht irgendwie in der Luft so einen wilden Angriff machen oder sowas? Oh, ich habe auch Munition, okay. Ah, das war glaube ich hier mit dem Dash, mit diesem Nahkampfangriff. Wait, das war's? Okay. Das ging schnell. Ich dachte, das war nur so ein Vorgeplänkel. From All Might, the mercenary support system. Registration number RB23. Call sign Raven. Your return to mercenary activities has been acknowledged. Okay. Restoring access to the parts shop. Zum Teileladen. Aha. Folgende Funktion ist jetzt verfügbar. Teileladen. Neue Übergang. Übungsdaten zu Training hinzugefügt. Alright. Der Teileladen. Kaufen. Im Menü kaufen erwirbst du von den Konzernen und Fraktionen angebotene Teile. Wenn du in der Geschichte voranschreitest oder Bedingungen erfüllst, werden mehr käufliche Teile angeboten. Okay, ich war eigentlich ganz zufrieden damit. Damit auch. So, und hier habe ich noch nichts drauf. Das heißt, ich würde hier schon ganz gerne irgendwas draufpacken. Impulsschild klingt erstmal ganz geil. Kann ich mir das leisten? Ja, kann ich. Zwillingsraketenwerfer? Nö, ein Schild. Warum nicht ein Schild? Impulsschild mit ausgewogenen Merkmalen, geringem Energieverbrauch, aber ansonsten unauffälliger Leistung. Das aus... Gangsblocken hält relativ lang an und erleichtert die Handhabung. Ja. Wird eingebaut. Und dann haben wir hier noch die... Ah, so viele Werte schon wieder da unten, ne? Gewicht, Energiebedarf geht runter. Aber das ist doch eigentlich gut. Ah, nee. Ist höher. AP, Armored Core Spezifikationen. Ja, da ist jetzt so ein bisschen die Frage. Also ich bin versucht, den mit einem höheren Gewicht zu nehmen, weil der mehr Haltungsstabilität, Systemwiederherstellung hat und so weiter. Aber der Standardschädel könnte natürlich auch ganz geil sein, einfach weil es Standard ist. Und da kann ich den Kern aufrüsten. Ich glaube, ich spare noch ein bisschen. Bessere Arme, damit kriege ich dann immer so... Ja, verstehe. Und Beine, also das ist quasi so die Rüstung. Und meine Kraft, mit der ich dann... Und das wird der Motor sein. Nee, Booster. Soll das unvermeidliche Mehrgewicht ausgleichen, das aus der AC-Leistungssteigerung rührt, bietet gute Leistung in milderen und anderen Modellen.
Der gibt mir mehr Schub. Aufwärtsschub einfach insgesamt. Und ist aber schwerer als das, was ich drin habe. Dann haben wir hier FLS. Und der FLS ist was? Hilfe. Was soll das denn? Was für eine Hilfe? Zielerfassung oder was? Weitere Entfernung bei Zielerfassung. Hier ist der Generator, der mir Strom gibt. Leistungsrückgewinnung, die ist viel besser, aber die Kapazität ist viel geringer. Ja, ich bleib mal bei dem, was ich jetzt hier hab. Über den Hilfe-Button alles erklären lassen. Okay, Moment. Dann gehe ich da nochmal kurz. Wo ist der Hilfe? Ah, Hilfe? Ja, Moment. Kontext, Steuerungsfahren, Tutorial. Kontext. Leistung der Zielhilfe auf geringe Entfernung. Höhere Werte verbessern das Anvisieren von Gegnern im Nahbereich. Im mittleren Bereich 130 bis 200, über 260 Meter. Ja, genau. So wie ich gedacht habe, das ist Anvisieren. Ja. Wie ich vermutet hatte. Ja, Kapazität, das ist, glaube ich, klar. Die Haltbarkeit vom Armored Core bleibt gleich. Ja, okay, nee, das habe ich dann in dem Fall ganz gut verstanden. Ah, und hier konnte ich... Oh, da wollte ich mich mal reinfuchsen. Außerhalb von der Aufnahme. Und mir meinen eigenen, wunderschönen Armored Core machen. In meinen Farben. Oh, das... Oh, da habe ich... Ich habe voll vergessen, dass das geht, ey. Oh, ja, da habe ich Bock drauf. So schön in Türkis und Pink. gut. Artilleriestellung zerstören. Let's go. Artillery throughout the contaminated city. The city itself has no strategic value. We cannot allow them to hinder expansion of the Coral Survey. Show us your ambition. Destroy the Liberation Front's artillery. Bonus pay will be awarded for destroying their MTs. We want the enemy weakened. MTs gibt's Bonuszahlung. Okay. Impress us, mercenaries! Da fehlt hinten raus nur noch For Super Earth. Gut, alles kaputt machen, bevor ich die Artillerie kaputt mache. Zusatzbelohnungen hängen von der Anzahl der zerstörten Gegner ab. Habe ich denn das richtig verstanden? Da sich niemand im Chat beschwert hat, vermute ich mal, dass ich die Story bisher richtig verstanden habe. Dass ich mich da irgendwie einschleiche in deren... In deren Söldnerorganisation. Main system activating combat mode. Wait. Commence mission. Ist es nicht eingebaut? Oh, mein Schild wurde nicht eingebaut. Ich dachte, das wird automatisch eingebaut, wenn ich es kaufe. Wurde es nicht. Ich konnte doch hier so... Wieso geht denn das nicht? Wieso kann ich nicht schön rumflitzen? Ich hatte doch irgendwo... Hä? Ist das nur auf der Wunschliste? Irgendwo konnte ich doch so Vollgas rumdüsen. Ich habe aber schon alle Tasten gedrückt gerade.
So, das sind die Artillerie-Dinger. Ich soll jetzt aber erst noch für Bonuszahlungen. Ich sollte nicht so oft den LBRB spammen. R1 sollte ich nicht so oft benutzen, weil ich da meine Munition relativ zügig dann auch vorbei ist. Den Knopf hatte ich noch nicht gedrückt. Das habe ich gesucht. Genau, let's go. Okay. Da wurde ich hart getroffen. Wams. Head to the final site. Keep up the good work. Oh, nee, das wollte ich nicht. Oh je, oh je. Und Wams. Boom. There, that corporate dog. Don't give him another inch. We have to defend the artillery. Aua. Shit. Clear out the artillery here and our work is over. Fire! Surround that AC! Whoa! Da kam einer an. Okay. Er ist hinüber, sehr gut. Light shoulder ammunition at 50%. Right shoulder at 50%. Oh, okay, irgendwo ins Loch gefallen. Okay. That's it for this job, 621. Return to base. Das ist wild. Ich muss mich echt krass konzentrieren aktuell, um alles aufzunehmen, was hier passiert. Registration number RB23, call sign, Raven. Your records have been updated. You have also been granted access to participate in the Log Hunt program.
We kindly request that you submit combat logs after destroying designated craft. Allmind will reward you with parts based on the number of submissions you provide. Okay. Loghunt. Du wurdest zu Loghunt eingeladen, einem Unterstützungsprogramm für Söldner von Allmind. Finde und zerstöre Ziele mit dem Loghunt. Symbol, um Kampfprotokolle zur Vorlage zu erhalten. Loghunt-Symbol. Achso, sammle Kampfprotokolle und verbessere deine Jägerklasse, um Allmind-Teile als Belohnung zu erhalten. So, Moment. Jetzt muss ich hier in die Montage. Und dann brauche ich die, genau, hier. Und da will ich diesen Schildgenerator bitte hinhaben. Missionen wiederholen. Im Menü spielst du abgeschlossene Missionen noch einmal. Du kannst dir dort deinen Rang für einzelne Missionen ansehen. Ah, okay. Hier kann man dann auch noch so S-Rang und sowas erhalten. Sehe ich jetzt hier? Nee, da sehe ich... Meinen Rang, den ich erhalten hatte, sehe ich jetzt hier nicht. Nur beim erneuten Spielen wird der wahrscheinlich... überhaupt erst freigeschaltet. Testlauf schicken? Nein. Training brauchen wir auch nicht. Mission. Transporthubschrauber zerstören oder Tester-AC zerstören. Feindlichen Armored Core zerstören. Zerstöre alle Versorgungshubschrauber der Rubicon Liberation Front. Zusatzbelohnungen hängen von der Anzahl an zerstörter Gegner ab. Ich würde gerne gegen einen anderen Armored Core kämpfen. Let's go. Mercenaries. This request comes from Schneider of the Archivist Group. Dafeng, one of our adversaries allied with Balaam, has introduced a new tester AC. It's a sample model from an external architect, featuring extensive assembly optimizations. In the hands of an experienced pilot, it will pose a threat far too great to ignore. This brings me to the request. Intercept delivery of the tester AC and destroy it. Okay. The Archivist Group looks forward to news of your success. Briefing over, and happy hunting. Gut. The target may be a product sample, but it's still an AC. Stay sharp, 621. Ja, ich denke, das wird ein Boss sein. Ich vermute, dass es sich hier um einen Boss handelt. Main System activating combat mode. Commence mission. We've got a read on the target. Now's the time, 621. Was ist das für ein... Ich verstehe gerade nicht, was das für ein Ding ist, was ich hier... Wow, aua! Holy! Autsch! Ah, ich komme nicht so ganz... Okay, das ist auf jeden Fall ein Boss. Wieso macht der, wenn ich diesen Raketen... Ach so, hä? Das muss ich gedrückt halten. Ah...
Okay. Okay. Jetzt habe ich auch verstanden, wie das Schild funktioniert. Der Schild. Neu starten natürlich. Der kriegt jetzt gleich meine Sense erstmal ins Gesicht. War ein bisschen unvorsichtig. Oh, da ist er. Verstehe immer noch nicht. Hä, wieso? Jetzt habe ich das Schild. Aber warum ging das gerade nicht? Verstehe nicht so ganz. Ich verstehe irgendwie dieses Ding nicht. Meine L1 verstehe ich nicht. Der macht dann immer einen Boost nach vorne und manchmal habe ich einen Schild. Was ist denn das? Standard-Impulsschild. Ausgangsblocken hält relativ lang an und erleichtert die Handhabung. Hä? Ist da irgendwas mit der Steuerung durcheinander oder was? Jetzt. Ja, genau, hier, diesen Schild. Jetzt geht's. Hä? Okay, das hat vorhin ganz komische Dinge getan. Lol. Warte. Oh, boy. Wie kann ich denn ausweichen? Kann ich irgendwie ausweichen? No! Shit.
Okay, okay. Okay, das ist nochmal was anderes jetzt hier. Ich hab die Heals vergessen. Ich hab Heals. Oh, stimmt, da war ja was. Ist das Y? Wahrscheinlich. Die Taste, die ich bisher nicht benutzt habe. Stimmt, die Repairs habe ich ganz vergessen. Das war nicht der Repair. Ist es B? Nee. Y ist es nicht. Wo sind denn die Repairs? Das gibt's doch gar nicht. Y? Nee. Hier auch nicht, da auch nicht. Ah, da. Okay. Hab's gefunden. Jetzt macht er wieder das seltsame Zeug hier. Er hat schon wieder das... Er benutzt dann manchmal nicht den Schild, wenn ich auf Schild drücke. Mist. Okay. Okay, okay. Und nochmal. Main System activating combat mode. Commence mission. We've got a read on the target. Now's the time, 621. Ah, X ist der Ausweichhüpfer und nicht B, den ich die ganze Zeit versuche zu benutzen. Oh, was? Holy. Nee, wo ist er denn? Kann ich irgendwie... Ah. Ich glaube, ich kann ihn locken, aber meine Kamera geht nicht hinterher, ne? Die muss ich immer steuern. Okay. Ja, jetzt habe ich es so langsam ein bisschen verstanden. I just wanted a call sign of my own.
Teabaggen! Nee? Kein Teabagging. Okay. Das war schon ein bisschen ein coolerer Gegner in dem Fall jetzt. Lockhand Programmfortschritt. Das war wohl einer davon. Okay. Got a job for you, 621. Ja, was ich vorher nicht ausgeführt habe, dass ich niemand... Achso, Moment, jetzt labert er wieder. Muss ich ja kurz zuhören. Liberation Front. Target for this mission is a squad of transport choppers. Destroy them. You'll encounter guerrilla resistance from Baus mass-produced MTs. They're no great concern. Ich habe gerade Gorilla verstanden, aber er meinte Guerilla. In your last sortie, Raven, this did not go unnoticed. We will be watching with interest to see what you bring to the team. Also nochmal, ich schleiche mich in deren Organisation ein. Habe ich das richtig verstanden? Now they're asking for you by name. Keep building your rep. Ja, genau. Schließe ich jetzt auch aus diesem Dialog gerade. Das muss so sein. System activating combat mode. Ah, das sieht schon cool aus. Also echt, das ist. Destroy the Rubicon Liberation Front transport choppers. Ah, das können sie schon, hey. From Software, das können sie. So coole Landschaften machen und so, die stark aussehen und die so. Ich fühle mich riesengroß als dieser Roboter. Ich weiß nicht, welche Größe ich ungefähr habe, wo jetzt der Pilot drin steckt in diesem Ding. Aber ich hätte das Gefühl, dass er quasi nur als kleiner Mensch irgendwie im Kopf drin ist. Oder im Körper oder so. Ich fühle mich riesengroß als dieser Roboter. Und dann ballert man hier so durch und... Ah, geil, ey. Hallo, ich versuche hier gerade 4 Ziele anzuvisieren. Warum geht das nicht? Jetzt, danke.
Wow! Kumpel! Hör bitte auf damit, nicht von der Seite hier anfraggen. Next Target, da oben. Nee, ich will es nicht ignorieren. Ich will den platt machen. Wow. AP at 30%. One repair kit remaining. AP at 50%. Wow! Da wäre ein Dodge nicht schlecht gewesen. Nicht vorwärts! Nein, nein, nein! No repair kits remaining. Warum? 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 Ich glaube, ich drücke aus Versehen den Stick rein, ab und zu. Ja, den könnte ich mal irgendwann noch jagen, gell? Der war, glaube ich, das ist, glaube ich, einer von den... von denen für die Dingens hier Missionen, für diese zusätzlichen Teile. Ey, was? Muss ich jetzt gegen zwei kämpfen? Schon wieder? One new message. I see your back, 621. The Corps see the Liberation Front as a hindrance to expanding their Coral Survey. But to the Rubiconians, your actions are only helping the Corps with their invasion. It's just a job, 621. All of it. Okay. Schaudamm-Komplex angreifen, bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten. Das klingt geil. Ein bewaffnetes Bergbauschiff. Jetzt habe ich mittlerweile 426.000 solche Dinger. Comb. Heißen die hier, glaube ich, die Währung. Jetzt wäre mal interessant. Eine bessere Waffe zu kaufen. Die ist wesentlich leichter. Macht mehr Schaden, hat weniger Patronen, aber einen bisschen höheren Energiebedarf. Palam entwickelte großkalibrige Pistole. Geil. Der Aufstieg der Kerntheorie führte zu einer neuen Nahkampfart und einer Neubewertung von Handwaffen, die hohe Mannstoppwirkung mit großem Aufschlagspotenzial aufweisen.
Bazooka. Mhm. Salvengewehr. Wiegt mehr, kostet mehr Energie, gesamte Patronen weniger, macht aber mehr Schaden so ein bisschen. Hat ein bisschen langsames Boost-Tempo, aber nur minus 1. Ne, warte mal, hier gibt es doch noch ganz wilde Sachen. Hier geht die Energiekapazität runter auf 2000 von 2300, aber das Laden geht wesentlich schneller und die Leistungsrückgewinnung geht schneller. Das Gewicht geht ein bisschen hoch, die Energieleistung geht ein bisschen runter. Aber eigentlich ist der, glaube ich, insgesamt besser. Weil der doch... Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was hier... Ich könnte wahrscheinlich auch mit dem Anfangsequipment durchspielen. Vermute ich mal. Hier, die sind teuer. Ich will was Teures haben. Der macht mich ein bisschen langsamer, ein bisschen mehr Energiebedarf, ein bisschen mehr Gewicht und so. Aber insgesamt sind die, glaube ich, ganz geil. Weil ich dadurch wesentlich mehr aushalte, werde ich tankiger. Deswegen kaufe ich die. Und baue die auch ein. Beine, 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 Beine. Rahmen. Genau, Beine. Neue Beine. Und irgendwann brauche ich dann wahrscheinlich aber auch einen Motor, einen Generator, einen besseren. Wenn ich mich tankiger mache, werde ich ja auch schwerer. So, dann gehen wir mal das Bergbauschiff angreifen. Los geht's. Got a job for you, 621. This one's a request from the Archibus Group. Raven, this request comes from Schneider, an Archibus subsidiary. Okay. The mission will take place in the Bona Dea dunes of Western Velius. Our coral investigation there is being blocked by the Strider, a Rubicon Liberation Front mining ship. You are to destroy it. The Strider is a mobile resource base that was extensively weaponized by the Liberation Front. Call it the crowning glory of their efforts to militarize into an anti-corporate force. Your attack will focus on the eye. A giant laser cannon connected directly to the main generator. Okay. It's protected by a shield, which is powered by auxiliary sub-generators. These should be your first targets. Joker, hi. This concludes the briefing. Good luck. Alles klar, let's go! Ein riesiges Laserauge! Wuhu! Geil! Hab ich Bock drauf. Let's go! Time for a little self-promotion. Smash the Strider, and Archibus HQ will be sure to remember your name. Alrighty. Das klingt ein bisschen wieder nach einem Bosskampf, so ein Zwischenboss-Ding irgendwie. Mit verschiedenen, erst die Generatoren ausschalten, dann das Laserauge. Let's fucking go. Ah ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen langsamer, ich merk's. Activate the eye? Nein, bitte nicht! Oh, da kommt der Laser und ich bin ausgewichen. Nice. Laser! Wuhu! Ist das geil! Und fette Raketen! Shit! Oh, was geht ab? Holy shit! Und Laser! Wuhu! Oh, der hat mich getroffen! Oh, ouch! Oh.
Jetzt kann mich das Auge nicht mehr treffen. Heiland, zack. Wie geil das hier aussieht. Wait. Und der hinterlässt auch, der läuft hier und hinterlässt riesige Fußstapfen, Löcher im Boden. Moment, sind die auch in der an der Front von dem Ding? Sind die schon vorher da oder ist das tatsächlich, dass das Ding die Umgebung hier verändert? Moment, das müssen wir uns angucken. Das muss ich mir anschauen. Whams! Nee, der gräbt sich hier tatsächlich ein. Hier sind keine Fußabdrücke vorne. Stark. Oh oh, ich sollte vielleicht nicht da drunter stehen, wenn das Ding umfällt. Holy shit! Ah, da hätte ich nicht vorher hinfliegen können. Verdammt. Ich will nach oben. Okay, mit dem Boost darf man nicht nach oben fliegen. Jetzt kämpfen wir hier auf dem umgestürzten Riesending. Was? Von wo? What the fuck? Von wo schießt ihr denn? Bam, 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 bam. Wie geil. Oh no! Ich bin runtergefallen. Oh shit, das war knapp. Ich sollte hier, glaube ich, nicht runterfallen. Ich habe das Gefühl, ich komme dann nicht mehr rauf, wenn ich hier einmal runterfall. Oh! Ah, lass mich hoch! Oh, okay. Wo geht's hier hoch? Ich muss irgendwo hin. Da ist eine Zwischenplattform, die nehme ich. Da ist das große Laserauge. Oh no, 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 no. Großes Laserauge.
Ja, zwei noch. Riesiges Laserauge. Knapp. Oh. Okay, wo ist der? Wie? Warte. Hä? Unten dran oder was? Yep. Geht das nochmal? Ah ja, einfach hüpfen. Wams. Sind wir oben angekommen. Oh shit. Nein. So viel Mühe. Und dann guckt man um die Ecke rum und stirbt instant, weil einfach 10 Raketen gerade in dem Moment auf einen zufliegen. An Kontrollpunkt. Ja, bitte. Wo ist hier der Kontrollpunkt? Oh, okay. No. Repair kits remaining. Sir, the eyes in a critical state. Impossible. How could just one AC do this? Sir, no response from the eye. Let's go. No. We can't move. Großzügiger Kontrollpunkt an der Stelle. Wams. Energy was sucking up, has nowhere to go. Move 621. You need to get clear of the Strider. Okay. Ich gehe einfach mal weg. Vom Deck zurückziehen. Ja, mach ich. Geil. Ah, ich habe weniger Geld bekommen, glaube ich, wegen Kontrollpunkt. Kann das sein? Habe ich das gerade richtig gesehen? One new message. Könnte sein. Raven, your work on the Strider deserves commendation. I am thrilled to have issued you the request. Allow me to introduce myself. I am the Archivist Group's mercenary liaison. V8 Pater, at your service. I think I'll enjoy doing business with you. Stark. Stark. Coole Mission. Das macht richtig Bock. Am Anfang dachte ich so, nach der letzten Aufnahme dachte ich so, ja, sieht alles ein bisschen zu kleinteilig aus.
Aber es ist einfach so gigantisch riesig geworden, dass es mega Bock macht. Hammer. Richtig cool bisher. Mal gucken, wie das weiterläuft. Ich sage mal YouTube, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.